Herzlich willkommen zu einem neuen Trinkabenteuer und heute geht es um einen unglaublich tollen Sommerdrink in der Partyversion. Das spricht für große Mengen für eure Gartenparty oder was immer ihr plant. Es geht um den Laboum-Cocktail aus meiner Bar de Lyon, seit 2 Jahren ein echter Sommer-Bestseller, erfunden von Svetlana Holz. Und im Grunde genommen, wenn wir es etwas vereinfachen möchten, was wir natürlich nicht tun, aber wenn wir es vereinfachen möchten, um es zu verstehen, ist es eine frische Wassermelonen-Caipirinha. Natürlich kommt es auf die kleinen Kniffe und Feinheiten an, damit es von banaler Drink zu richtig gut wird. Aber im Grunde genommen braucht man sehr guten Cachaça. Wir brauchen frische Limetten. Wir brauchen frische Limetten, die da auch liegen bleiben natürlich. Wir brauchen Rohrzucker und eine Feinheit, ein feines Gewürz, sogenannte Cocktail Bitters. Das hier ist der Dale de Groff Pimento Aromatic Bitter. Es gibt verschiedene tolle Gewürze für die Bar Cocktail Bitters. Der bekannteste, den man überall bekommt, ist zum Beispiel Angostura. Geht auch als ein Aromatik, ist immer so würzig. Dieser hier hat aber einen viel schöneren Pimentton und also Perfektion ist das. Das ist okay. Da kommen wir gleich zu. So. Laboum. Wie gesagt, es ist eine Art Sommer-Wassermelonen-Caipirinha. Für eine Wassermelonen-Caipirinha in Anführungsstrichen oder wollen wir es jetzt mal beim Namen nennen, für den geilen Laboum-Cocktail brauchen wir Wassermelonen. Und wenn wir über die Party-Version reden, sollte man sie etwas größer kaufen. Also ich weiß nicht, wie oft ihr Wassermelonen so kauft. Es gibt ja so ein paar, das Netz ist voll von irgendwelchen Tricks, wie man erkennt, dass sie reif sind. Ich habe immer mal so gelernt, da sollen gelbe Stellen dran sein. Ich weiß, nicht nur alles grün, das ist so ein Reife-Thema, dann sind sie süß. Ich habe die Melonen, die wir heute gekauft haben, schon probiert. Jetzt denkt ihr, wie hat er das gemacht? Die ist das noch geschlossen. Wie habe ich das gemacht? Durch einen Cut. Ich habe sie so geschnitten. Also, wenn wir die Party-Version machen wollen, würde ich euch natürlich raten, eine große Wassermelone zu kaufen. Und dann kann man sie so cutten, dass der Deckel ein bisschen mehr Platz hat, weil wir könnten das hier jetzt noch für Wassermelonen kleine Spalten nehmen, um sie an den Drink als Deko zu machen. Dazu kommen wir gleich. Wir können es auch als Deckel drauflegen lassen. Diese Wassermelone ist nämlich leer. Oh mein Gott, was ist passiert? Ich habe natürlich ein bisschen vorbereitet. Ich habe sie einfach ausgekratzt mit harter Arbeit hier mit den Händen. Und wenn wir die Party-Version des Laboum-Cocktail machen wollen, und keine Angst, alle Rezepte stehen hier unterm Video, einmal in der Party-Version, aber auch, wie man ihn frisch macht, wenn man einfach nur einen Drink machen möchte. Das geht natürlich auch. Was man aber eigentlich für beides braucht, ist frischer Wassermelonensaft. Also eigentlich kratzt man Wassermelonen nur aus und nimmt sich einen Küchenmixer. Man kann natürlich auch ein, wie heißen die Dinger noch, wo man so Gemüse und so mit extrahiert. Also man braucht irgendwas, was das Ding hier quetscht und den Saft rausholt und ein bisschen klein macht. Ich gebe hier mal alles rein, was ich hier so bekommen kann. So. So, schauen wir mal. Und jetzt natürlich kleiner Anfängerfehler. Ich denke, ihr kennt das. Jetzt geht der Deckel nicht auf. Wenn man so Sachen reinlegt, die sehr grobstöckig sind, was fehlt, ist ein bisschen, man muss den Juice reingeben, weil unten die Schneidemesser müssen ja so ein bisschen erstmal Schwung kriegen und alles runterziehen. Also ich habe hier natürlich noch Wassermelonenjuice. Hier ist ja schon, die Wassermelonen sind ja so reif. Es gibt natürlich eine Menge ab. So. Ich kann mal ein bisschen dazu machen. Es senkt sich hier so langsam. So. Nicht, dass euch das noch passiert. Ihr seid doch Profis. So. Zweiter Versuch. Jetzt ist es auch schon gleich viel schwerer. Jetzt hört man es auch schon. Schauen wir mal. Jetzt kommt der Saft schon oben raus. Das war ein bisschen voll, würde ich sagen. Was man natürlich verhindern möchte, ist, dass noch Stückchen drin sind. Vielleicht habe ich es fast zu voll gemacht. Es sieht ganz gut aus. Ich weiß nicht, ob noch große Stückchen drin sind. So, jetzt haben wir 2 Möglichkeiten. Wenn ihr es ganz elegant machen wollt, wenn ihr wirklich einen fein so Classic Cocktail, ich sag mal so wie im Le Lion, wie man das macht, dann filtert ihr das jetzt. Natürlich geht dann ein bisschen Fruchtfleisch, bleibt zurück, aber ihr kriegt einen schönen, feinen Wassermelonensaft. In der Party-Gartenparty-Version würde ich sagen, braucht man das nicht.
Eigentlich für das, was ich jetzt mache, brauche ich ungefähr einen halben Liter Wassermelonsaft. Das Problem mit Wassermelonen ist natürlich, dass die sehr ergiebig sind. Sprich, ich kriege da eigentlich mehr raus. Also ich habe jetzt noch eine Menge Wassermelonsaft und könnte noch mehr Drinks machen. Könnte mir aber auch zum Beispiel nur eine so eine Partymelone hinstellen und ein bisschen noch in der Küche haben und so weiter. Man kann das natürlich auch toll für andere Sachen nehmen. Da kommen wir jetzt dazu. Man kann zum Beispiel eine fantastische Wassermelonen-Limonade auf der Party auch servieren. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben jetzt Wassermelone. Ich nehme mal hier einmal unseren Deckel beiseite und stelle mal Wassermelone hier hin. Jetzt haben wir Nummer 1 für die Party. Jetzt brauchen wir die in Anführungsstrichen Caipirinha. Was wir hier machen, wir machen es ein bisschen anders. Ich sag mal, in Deutschland auf Straßenfesten oft gelernt ist, dass man irgendwie eine schlechte Limette bis zum Ende tot stampft mit irgendwelchen komischen braunen Zucker und so. Da sind die Brasilianer eh ein bisschen sagen, na, so trinken wir eigentlich keine Caipirinha. Kann man machen, ist okay, aber eigentlich nimmt man feinen Rohrzucker. Es gibt auch, ich sag mal, Restaurants und Bars, die das Muddeln ganz weglassen und einfach nur den Saft nehmen. Und was wir eigentlich machen, haben wir auch schon mal in einem Video drüber gesprochen, über Sweet and Sour für die Party. Wir machen erstmal einen Sweet and Sour. Das heißt, wir pressen Limettensaft, der sollte natürlich wirklich frisch sein. Und das habe ich gemacht und ich habe 30 Milliliter, 0,3 Liter frischen Limettensaft gepresst. Und für die perfekte Sweet and Sour Mischung, die auch hier für diesen Drink passt, braucht man, also wir haben 30 Milliliter frischen Limettensaft und wir nehmen ungefähr 20 Milliliter flüssigen Rohrzucker von Monin dazu. Das bedeutet, jetzt haben wir einen tollen Sweet and Sour. Das bedeutet, damit könnt ihr schon eine Limo machen für eure Party. Wenn ihr das habt, das solltet ihr vorbereiten, das solltet ihr kalt stellen, dann habt ihr was Tolles für eure Party. Und natürlich könnten wir jetzt mit diesem Zeug, ich mach mal schnell ein, ich muss mal schnell ein Soda holen, warte. Ich bin nicht weg. Ein schön kaltes Sodawasser vom Thomas Henry. Und wir brauchen ein großes Glas. Bei uns ist es natürlich vorgefroren. Könntet ihr auch machen. Zum Eis erzähle ich euch gleich noch klar was, das ist wichtig. Weil jetzt hätten wir eigentlich schon was. Wäre natürlich schön, wenn ihr es seht. Da gibt man so 3, 4 cl von dem Sweet and Sour rein. Ungefähr die gleiche Menge von dem Wassermelonsaft. Die Sache ist jetzt nicht gefiltert, der ist richtig stückig, fett. Jetzt sieht man es hier auch. Soda drauf. Wie gesagt, wenn ihr das ganz elegant machen wollt, filtert das. Also 7. Küchensieb, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und fertig ist die Wassermelonen-Limonade. Cheers. Aber das ist nur ein Seitenprodukt. Das habe ich mir nur genommen, damit ich schneller reden kann, weil ich was zu trinken habe. Mmh. Lecker. So. Wichtig aber jetzt. Weg mit dem Soda hier. Wir wollen den Laboum machen. Wir haben jetzt einen Sweet and Sour. 0,5 Liter. Ich habe jetzt schon ein bisschen rausgenommen, das habe ich natürlich vergessen, nicht vergessen. Und jetzt braucht man, also die Summe hier ist ja 0,3 Liter Limette, 0,2 Liter flüssiger Zucker. Und jetzt brauchen wir eigentlich 0,5 Liter Cachaça. So, Cachaça ist nicht gleich Cachaça. Das soll nicht unbedingt heißen, dass ihr den hier kaufen solltet, aber ich würde sagen, macht's trotzdem, weil es ist ein extrem gutes Produkt fürs Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist ein Organic Cachaça von Jaguara. Und es gibt bei Cachaça, es gibt ein paar wirklich tolle neue Betriebe, die da wirklich außergewöhnlich gute Qualität machen, so wie wirklich frisches Zuckerrohr destilliert schmecken sollte. Das riecht schon nach frischem Zuckerrohr, das ist toll. Ihr könnt einen Laboum auch erstmal dazu benutzen. Ich sag mal, wenn ihr irgendwo in eurer Hausbahn noch einen ganz schlimmen Cachaça von früher stehen habt, mal auf irgendwelchen Straßenfesten, irgendwas, wo man ganz schlimme Sachen mitgemacht hat, dann gut, gebt weniger Alkohol rein, macht mehr Wassermelone, mehr Limo, das kriegt man dann auch weg, das ist okay. Aber kauft euch guten Cachaça, es gibt wirklich mittlerweile ein paar tolle. So, jetzt nicht verzählen, 3, 4, ein bisschen Augenmaß und Handgewicht, 5. Mein Vater hat gesagt, verlässt den deutschen Bäcker nicht, er war nämlich Bäckermeister. So, 7, 8... 9, warum ich zähle, weil das sind 5 cl und bei 10 ungefähr sind es 50. Jetzt haben wir
eigentlich schon einen perfekten Kaipi, ich sag mal, in geil Mix. Das rühren wir einmal um. Und wenn ihr eine Party macht, wie gesagt, dann stellt das kalt. Was ist jetzt, warum jetzt der Partyfaktor? Also, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Wenn ihr eine Party macht, dann macht das doch hier rein. So, ich muss ein bisschen aufpassen, weil es ja eine schräge, vielleicht passt es nicht ganz rein. Ich muss noch ein bisschen, ich muss noch die ungefähr die halbe Menge, doch, müsste ungefähr passen. Ich bin mal gespannt. So. Jetzt kommt der, oh, jetzt kleckere ich ein bisschen, das will ich nicht. Na, es wird spannend. Passt es, passt es, passt es. Ja. Jetzt wird es aber hier schon. So. Ja, mehr darf ich aber nicht. Na gut, hat aber fast hingehauen, würde ich sagen. Okay, cool. Ne, Bäcker, Handgewicht und so. Ihr wisst Bescheid. So. Und jetzt haben wir hier die Partymelone. Das Ganze natürlich im Idealfall schön kalt stellen. Zutaten kalt, Melone kalt. Alles ist fertig. Ihr könnt das in rauen Mengen vorbereiten. Ihr könnt natürlich auch diesen Mix mit der Wassermelone und dem fertigen Alkohol, ihr könnt das alles in den Kühlschrank stellen. Ihr könnt auch viel mehr vorbereiten, wie ihr wollt. Eigentlich ist das Ding dann fertig. Ich finde es auf so einer Partyversion, gerade im Garten und so lustig, wenn tatsächlich noch Stückchen drin sind. Also da muss es nicht so schickilacki sein. Man kann es aber filtern. Dann hat man auch das schöne Fruchtfleisch im Mund. Oh, geil. Jetzt müssen wir noch mal ein ganz paar Dinge reden, die wichtig sind. Denn es geht um Perfektion. Es geht wie immer um Großdenken, viel Spaß haben, aber dennoch natürlich bei den wichtigen Dingen aufpassen und gut vorbereiten. Weil das führt zum Erfolg. Wenn das jetzt schön kalt stehen würde, wäre es perfekt. Wie gesagt, ihr könnt da das wieder drauf machen. Ihr könnt das jetzt nehmen und kleine Spalten davon schneiden. Ihr könnt natürlich versuchen, eine riesen Wassermelone zu finden. Macht, was ihr wollt. Im Le Lion dekorieren wir den Drink mit Minze. Aber so weit sind wir noch gleich. Denn es geht um zwei viel wichtigere Dinge. Es geht um etwas, was einerseits der Drink braucht, nämlich zwei Dinge. Kälte, aber irgendwie auch Schmelzwasser. Aber das muss man ein bisschen, ich sag mal, kontrolliert machen. Was wir im Le Lion machen ist, wir nehmen den Shaker. Und Svetlana nennt das den sogenannten Dirty Shake. Wir sind nämlich manchmal auch schon ganz schön dreckig, ehrlich gestanden, in der Bar. Also natürlich bei den Drinks ein bisschen dirty. So, wir haben einen großen Vorteil. Wir haben in der Bar eine geile Eismaschine. Wir haben viele Eismaschinen. Aber wir haben etwas, das nennen wir Nugget-Eis. So, ihr sagt, was redet der hier? Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Das ist halt Crushed-Eis, aber es ist grob. Und was wir machen, wenn die Maschine es macht, wir frieren es nochmal ein auf minus 22 Grad. Und ich habe den, also es muss nicht minus 22, nehmt euren Froster 18, 16, mir egal. Es geht jetzt nicht um den Gramm, es geht aber um die Idee. Wir haben hier zum Beispiel in der Bar einen offenen Froster. Also hier ist es minus 20. Das Eis ist immer knackig kalt. Und wenn ihr, ich schwöre euch, wenn ihr im Sommer eine Party macht, seht zu, dass das Eis richtig schön kalt ist. Auch euer Crushed-Eis oder Nugget-Eis. Ihr könnt auch Tankstellen-Crushed-Eis nehmen, ist okay. Was immer ihr findet oder habt, aber seht zu, dass das wirklich bis zum letzten Moment eiskalt ist. Und ein weiterer Profi-Trip. Also, vielleicht erst die eine Geschichte, der Dirty Shake. Bedeutet, wir machen alle Zutaten für einen Drink, das machen wir anders, Rezept hier drunter, in den Shaker. Mit dem Nugget-Eis shaken das. Aber nehmen das einfach, deswegen dirty, weil das so quick and dirty ist, nehmen ein großes Glas und kippen alles rein. Sprich, kein Strainen, das Eis wird nicht getrennt. Diese ganze, dadurch hast du natürlich schon ein bisschen Schmelzwasser im Drink. Und dann füllen wir es mit dem noch tollen, frischen Nugget-Eis nochmal auf. Und das ist dann schön kalt, Trinkhalm dazu und das ist super. Das ist auch eine gute Technik. Könnt ihr auch so machen, aber für eine Party würde ich es vielleicht ein bisschen anders machen. Muss man nur an zwei Dinge denken. Es gibt so ein gutes und ein richtig gutes. Also gut wäre große Gläser. Das hier sind zum Beispiel 0,3 Gläser. Wir haben jetzt hier keine Riesenhumpen. Wichtig sollte sein, dass ihr immer deutlich mehr Mengen habt, als was hier reingeht. Ich sage jetzt, machen wir für einen Drink zum Beispiel 10 cl hiervon. Ja? Dann haben wir aber fast die dreifache Menge Volumen. Das heißt, wir haben viel mehr Platz für dieses Nugget oder Crushed Eis. Das ist wichtig. Ihr müsst zusehen, dass ihr sehr kaltes Eis habt und dann viel Platz im Glas. Lieber, wie gesagt, ihr seht es gleich, wenn ihr wenig habt, dann, wenn es drin ist, nochmal umrühren, dann verteilt sich das toll. Einmal kurz kalt rühren, wieder auffüllen und es sieht mega aus und bleibt lange kalt und frisch. Das ist wichtig. Großes Glas, viel Eis, wenig Flüssigkeit.
dann bleibt es knackig kalt. Und wenn ihr absolutes Ober-Pro-Level sein wollt, müsst ihr selber wissen, könnt ihr natürlich auch hier die Gläser einfrieren. Und ihr könnt es auch schon mit dem Glas einfrieren. Ist euch überlassen. Könnt ihr so machen. So, jetzt muss ich gucken, ob ich nicht doch zu großzügig war. Also ich war hier gegenüber bei Alvolo. Beste Pizzeria hier in Emmendorf. Und hab mir einen Schleif geklaut. Weil jetzt ist natürlich, stellt euch vor, da stehen jetzt 10 Gläser für 10 Gäste. Ihr füllt ein. Wie gesagt, macht nicht zu viel. Ein bisschen gebe ich dem noch. Lasst Platz, ja, ist wichtig. Es geht um die Kälte. Und jetzt kommt eine Sache, die wichtig ist. Jetzt kommt das Gewürz. Das ist der Day de Gros Pimento Bitter. 1-2 Dash da rein pro Drink. Und das solltet ihr wirklich erst nachher machen. Zumal das oft, wenn das lange steht, die Bitters ziehen so ein bisschen nach und so. Das wirklich nur in das Glas. 1-2. So, das ist das i-Tüpfchen auf dem Drink. Das gibt ihm nochmal Körperstruktur, exotisches Gewürz, bringt halt ein bisschen mehr als reine Frucht und Caipirinha, ist nochmal so eine Ebene drin, die toll ist. Einmal kurz ein bisschen unterrühren, auch macht ihr das, damit es schön kalt wird. Und jetzt war es das schon. Immer wichtig, auch für die Optik, zweiter Step, frisches Eis obendrauf, dann sieht es halt einfach geil aus, so. Zum Schluss immer ein bisschen frisches Eis obendrauf. Und wie gesagt, im Le Lion nehmen wir so Minzspitzen. Bringt natürlich für die Nase nochmal ein bisschen anderes Aroma. Kann man natürlich auch nochmal dran knabbern, wenn man will. Dann hat man nochmal ein anderes Aroma. Aber das wäre der Laboum in der Le Lion Version. Aber jetzt ein bisschen Party-Style. Und jetzt bräuchte ich hier in Bonnemann haben wir gar keine Trinkhalme. Also muss ich mal so machen. Oder doch, warte mal. Nee. Egal. Cheers. Das ist ein so geiler Drink. Fuck. Klar macht es total Sinn bei Crushed Ice. Also es muss eigentlich auf eurer Party Crushed Ice sein. Hört auf mit alten. Nee, nicht im Garten. Das muss genau so aussehen. So muss das auch. Seid doch ehrlich, ihr wollt es doch auch. So muss das aussehen. Und natürlich müsst ihr mal gucken, sonst setze ich vielleicht noch einen Link runter, wenn ich es finde. Es gibt echte Strohhalme, nicht nur Trinkhalme, sondern auch Stroh. Finden wir sehr geil, haben wir im Le Lion. Muss man ein bisschen beim Trinken aufpassen. Sie können natürlich kaputt gehen, ist ein Naturprodukt. Passt hier aber extrem gut und dann ist das auch ein geiler Drink. Also, was hier tatsächlich in dem Rezept toll ist, ist natürlich, man hat dieses feine Cachaça-Aroma, dieser frische Zuckerrohr. Und natürlich merkt man ein bisschen den Alkohol ab, ein elegant. Und dann kommt der Bitters noch mit so einer ganz leichten Würzigkeit dazu. Ist alles sehr fein. Natürlich ist im Vordergrund frisch Limette, Wassermelone und dann schmiegt sich das so drumherum. Das ist brutal gefährlich. Es ist ein mega Starter, ein toller Aperitif, kann man den ganzen Nachmittag trinken. Also man sollte nicht so viel davon trinken, der Drink Responsible. Aber es ist ein mega Daydrinking. Man muss ein bisschen aufpassen, wie gesagt, weil so ein Drink hat natürlich jetzt, wenn ich da 10 cl reingebe, gut, ich habe nochmal die Hälfte Wassermelone, dann habe ich schon noch so 4 Alkohol. Ihr werdet jetzt merken, ihr wisst, dass da Alkohol drin ist. Und verantwortungsbewusst natürlich, ne? Aber es ist toll, es macht Spaß. So. Rezepte hier unter dem Video, Links zu den Produkten hier unter dem Video, gibt es auch in meinem geilen Webshop trinkabenteuer.de. Da geht es halt um geile Rezepte und gute Zutaten. Und dann würde ich sagen, kauft euch Wassermelonen, hüllt sie aus. Und ich weiß jetzt nicht, ich muss vielleicht mal den Mix hier zum Nachbarn geben, mal gucken, ob die Bock drauf haben hier. Die sind nachher alle Kellner besoffen. Das ist ja hier am Tag. Allein trinken kann ich es nicht. Oder ich fülle es in Flaschen fürs Barteam zum Feierabend. Das werde ich vielleicht mal. Einen kleinen Zettel dran, kleines Herzchen in großer Liebe. So, vielen Dank. Tut mir einen Gefallen. Klickt hier abonnieren. Und, was muss man noch mal sagen? Gehe die Glocke müsst ihr auch machen. Ihr wisst schon, wie das ist. Und dann kommen noch ein paar neue, tolle Trinkabenteuer. Vielen Dank und bis zum nächsten Trinkabenteuer. Cheers. Laboum. Dreams are my reality.